Es ist ein bundesweit einmaliges Event, die Nacht der Technik bei der Handwerkskammer Koblenz, die am vergangenen Wochenende zum 7. Mal stattfand. Die perfekte Mischung aus Unterhaltung, Technik, Wissenschaft und Handwerk faszinierte und sorgte für strahlende und begeisterte Gesichter bei Jung und Alt, für rappelvolle Veranstaltungen und für einen neuen Besucherrekord. 9000 Menschen kamen und ließen sich von der guten Stimmung und einem abwechslungsreichen Programm anstecken. Sie erlebten über 100 Veranstaltungspunkte, von der Teilchenforschung über Schmiedearbeiten bis zum Supersportwagen. Mittendrin im Besucherstrom Wirtschaftsstaatssekretär Uwe Hüser, der seine Eindrücke so zusammenfasst. Ich finde, es ist sehr faszinierend, den großen Einblick, den man hier kriegen kann in allen unterschiedlichen Bereichen. Was ich ganz toll finde, dass es einfach erlebbar macht, wie faszinierend Technik ist. Und gerade die vielen jungen Leute, die man hier sieht, die Familie mit Kindern. Ich hoffe, die nehmen was mit und nehmen auch einen Anreiz, mir sagen, das könnte auch was für mich sein. Das wäre sehr zu wünschen, weil wir brauchen gute, motivierte junge Leute in Handwerksberufen. Der Politiker unterstreicht dabei auch, dass eine Handwerksausbildung Sprungbrett für ganz unterschiedliche Karrierewege sein kann. Generell ist ja schon in der Vergangenheit der Trend zu sehen gewesen, dass eigentlich viele geguckt haben, Abitur und dann Studium. Aber ich glaube, es ist auch dadurch, dass auch der Meisterbrief, Gesellenbrief ja jetzt auch die Möglichkeit eröffnet, dann auch, wenn man will, noch ein Studium draufzusetzen, dass das gleichgestellt ist, macht auch gerade den Handwerksberuf wieder attraktiv. Und wenn man sieht, welche Anforderungen, welches hohe qualitative Niveau dafür auch notwendig ist, kann man nicht sagen, das ist eine einfache Arbeit, sondern das ist absolut Hightech mittlerweile und das kommt mit dem Studium sicherlich schon gleich. Technische Abläufe und wissenschaftliche Erläuterungen zu den ganz alltäglichen Prozessen rund ums Handwerk und darüber hinaus, die wurden mit einfachen Worten dargestellt. Unter einem Dach konnten moderne Scanverfahren selbst ausprobiert werden oder experimentierten Wissenschaftler wie Dr. Heinz-Georg Thomas, und dies bitte auf keinen Fall nachmachen, mit flüssigem, fast 200 Grad kaltem Stickstoff. Von ganz kalt zu glühend heiß sind es auf der Nacht der Technik nur wenige Meter. Und auch die Kombination aus Tradition und Hightech ist im Handwerk eng miteinander verbunden. Natürlich dürfen auch süße Leckereien bei einem solchen Handwerksevent nicht fehlen. Und die Konditoren verwöhnten mit dem Schokobrunnen oder mit Druckverfahren mit Lebensmittelfarbe. Für die Besucher gab es so neben seltenen Verfahren zur Nahrungsmittelveredelung auch Genüsse der Extraklasse. Also mir gefällt es hier super gut. Wir waren ja jetzt nun jedes Mal da, wenn das stattgefunden hat. Und wir haben uns eine ganze Reihe Vorträge angeguckt. Natürlich haben wir uns auch den Christoph von der Maus angeguckt. Der hat das auch ganz toll gemacht. Natürlich auch wieder ein Autogramm mitgenommen. Ja, und ich finde es immer wieder toll. Also wir verbringen hier Stunden um Stunden und es ist eine ganz tolle Zeit. Bisher hat es mir immer gut gefallen. Ich bin hier schon sehr viele Jahre, gehe ich jedes Mal hier hin. Ah, da hinten, wo diese Lesezeichen hergestellt werden, die finde ich ganz gut. Habe ich mir eine Menge eingesteckt. Ja, ich finde auch hinten die Autos gut. Da war ein Formel-1-Wagen, da durften wir uns reinsetzen und so. Das war schon cool, ja. Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Ja, wir sind hier auf Kurzurlaub gewesen, deswegen von daher haben wir auch erfahren, dass es das hier gibt und da haben wir mal vorbeigeschaut. Und also ich finde es hier verdammt interessant, vor allen Dingen auch die Lasershow, die hat mich sehr beeindruckt. Also wie man mit einfach gebündelten Strahlen wirklich in verschiedensten Farben solche genialen und das mit Musik damals solche genialen, sowas Geniales herstellen kann. Eine ganz besondere Mischung aus Unterhaltung und Technik wollten diese Besucher erleben. Und sie sollten nicht enttäuscht werden. Hunderte pilgerten zu den Ludolfs, Deutschlands bekanntesten Schrottplatzbetreibern und Kfz-Teile-Logistikern. Das Brüder-Trio aus dem Westerwälder Dernbach war nach Koblenz auf die Nacht der Technik gekommen, um die Fragen der Besucher zu beantworten. Und auch, um einen ihrer neuen Songs vorzustellen, was dann zu einer Show der besonderen Art wurde. Musik
bei aller Textsicherheit und einem unnachahmlichen Rhythmusgefühl. Den Besuchern hat es gefallen. Und die Ludolfs mussten anschließend noch lange Autogrammwünsche erfüllen. Die Nacht der Technik hat's möglich gemacht, die auch 2013 am 9. November wieder tausende Besucher anziehen soll.